Juhu, jetzt sind wir am Bienenstand Wolfert 2. Ja? Und wenn ich hier durch bin, habe ich alle Bienenstände durch. Und von der Gesamtmasse war nur ein einziges Bienenvolk dabei, wo ich vereinigen muss. Das habe ich ja vorhin in einem anderen Video gezeigt. Der Bienenstand hier, den hat es am meisten erwischt mit dem Varroa-Befall. Von daher bin ich jetzt echt gespannt, wie jetzt die Völker, ich glaube, 4 Wochen nach der Behandlung aussehen. Und wenn wir hier ein Volk finden, wo zu schwach ist, dann kann ich das Volk nehmen, wo wir gerade eben im Video hatten, für die Vereinigung. Bei dem Volk erinnere ich mich, sah es wirklich ganz, ganz übel aus mit der Milbenanzahl. Das Gitter steckt auch fest, kriege ich nicht raus. Oh ja, also das hier ist richtig krass viel. Ja. Dann weg damit. Dann gucken wir mal, wie da innen aussehen. Okay, also ein paar Leichen sind gefallen. Da musst du wenig Bienen. Ja, auch hier muss ich von oben reingucken. Da reicht der kleine Blick von unten einfach nicht aus. Okay, aber das Volk wird es überleben. Ist nicht das stärkste Bienenvolk, aber das ist die Mindestgröße, wo ein Volk haben sollte um die Jahreszeit. Wir können da ja auch mal kurz eine Wabe ziehen, um ganz genau zu gucken, was da Sache ist. Ja, brüten tun sie auch schon wieder. Königin. Königin sieht gut aus. Also, wenn ich jetzt gar kein schlechteres Volk finde, dann werde ich das Volk von BH Aue zu diesem Volk vereinigen. Aber noch sind wir ja nicht durch. Möglicherweise kann ich auch die Bienenmasse von dem anderen Krüppelvolk dann auf mehrere Völker verteilen, je nachdem, was wir jetzt halt noch finden. Das Volk hat gar keine Platte unten. Haben wir eins vergessen? Ui, da ist einiges viel an Gemüll drauf. Nur da kann man auch sehen, dass die Bienen dann doch im Januar für fette Blütenpollen dann reinbringen. Das könnte jetzt zum Beispiel die Christrose sein, die so einen dicken Pollen dann den Bienen bereitstellt. Da. Okay, schönes Volk. Brauchen wir nichts weiter tun. Und zu damit. Noch besser. Alles gut und wieder zu. Die Futterkontrollen, die spare ich mir heute komplett, weil ich bin zu 100% sicher, dass meine Bienen genügend ausreichend Futterwaben drin haben in der oberen Kiste. Und so die richtigen Futterkontrollen, die machen wir dann Ende Februar, Mitte Februar, je nachdem wie hier das Wetter sich weiterhält. Je wärmer der Winter, desto höher ist der Futterverbrauch. Deswegen ist eigentlich für die Bienen immer gut, wenn wir einen tief kalten Winter haben mit Minusgraden. Da sind die Tiere auf dem Stoffwechsel ganz nach unten gefahren, sitzen ganz eng in der Traube zusammen und verbrauchen nur, wenn überhaupt, ganz wenige Gramm pro Tag an Honig oder Zucker.
Und wenn wir halt jetzt durchgehend, gerade hier bei uns in Baden-Württemberg, wenn jetzt durchgehend hier jeden Tag 12 Grad sind, ja, dann werden die Bienen auf jeden Fall wieder anfangen zu brüten. Futterkonsum geht definitiv da nach oben. Und von daher, ja, muss ich halt immer mich ein bisschen an die Wetterlage anpassen. Aber für gewöhnlich ist eben die Futterkontrolle bei mir erst dann so Mitte Februar vonnöten. Und das zeige ich dann auch in einem weiteren Video. Jetzt haben wir hier noch ein paar Zeuge. So sehen übrigens die Hochbeete dann im Winter aus. Kannst du mal einmal so durchgehen. Okay, also hier brauche ich Rauch, weil da müssen wir ausfegen. Und die sind hier schon, Achtung, die sind ein bisschen nervös. Ihr seht, ich gehe da ganz, ganz sparsam mit dem Raucher um im Winter. Bloß nicht zu viel reinrauchen, da würden die ganzen Bienen total nervös werden. Und den gewünschten Effekt habt ihr dann auch nicht. Weniger macht mehr. Gut, und das war's schon. Bevor sie hier aktiv werden. Das Gitter steckt wieder fest. Kann ich nur manuell wieder ausfegen. Also das ist auch ein ganzer Haufen an Milben. Die hockt jetzt genau auf der Linse. Egal. Auch cool, da kann man mal die Unterseite von der Biene sehen, wenn die gerade in der Sekunde drüber läuft. Witzig. Ist sie noch drauf? Tatsache. Ja, lass da in die Kamera rein. Lass sie mir was gucken. Also das Volk ist auch gut. Und wie gesagt, die Milbenanzahl interessiert nicht, weil das sind ja die Milben, die durch die Behandlung alle rausgeflogen sind. Wenn ich jetzt richtig im Kopf rechne, habe ich hier die in den ganzen Bienenstand vor 3 oder 4 Wochen mit der Oxalsäure alle durchgemacht. Das Einraum-Homehive. Es sind auch ein paar Milben geflogen, allerdings nicht so viele. Genial. Ja, das ist doch mal ein richtig tolles Bienenvolk. Auch jede Menge Milben gefallen. Ausgezeichnet. Also auch hier haben wir eine volle Überwinterungsquote. 100% kommen die über den Winter. Bis auf das allererste Bienenvolk, wo wir angeschaut haben, da ist die Überlebenschance trotzdem noch bei 70-80%. Und wenn wir Bienen zufügen müssen, dann bei dem allerersten Volk vielleicht 1-2 Waben nochmal zusammengezogener Bienen dazu, dann haben wir die 100% erreicht. Aber wie gesagt, wenn ich kein schlechteres Bienenvolk finde,
für das andere Volk in Durlach-Aue zur Vereinigung, dann gehen die Bienen da rein. Das war's. Und auch hier schauen wir dann in den nächsten 6 bis 8 Wochen wieder rein. Ja, mehr gibt's hier nicht zu tun.